Wie gesagt, heute so ein kleiner Einstimmungstalk. Wir haben jetzt kein spezielles Thema vorbereitet, sondern wir wollten einfach so ein bisschen uns drüber unterhalten, was wir so vorhaben an jedem letzten Dienstag im Monat ab jetzt. Und vielleicht auch in Zukunft mal mit Andy oder mit Lukas noch mit dabei. Einfach, dass wir so eine kleine Talkrunde haben und halt immer mal so ein Anime-spezifisches oder generell auch szene-spezifisches Thema zu haben. Kann jetzt auch comic-mäßig sein oder ein Game. Ja. Ein Talk-Talk, ja. Ein Talk-Talk. Hast du schön zusammengefasst, Björn. Das ist der Talk im Talk. Der Talk über den Talk. Alle Spots, ja, Kevin, nachher kannst du den Spruch wieder bringen. Wir spielen auf jeden Fall später nochmal eine Runde Overwatch zusammen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr nachher dann dazustoßen. So Meta. Ja, und dann würde ich sagen, stellen wir uns einfach mal vor. Also ich habe hier, mich kennt ihr, aber ich würde mal sagen, wir fangen hier mit meinem lieben Mittalk-Mensch an. Mich kennt man nicht? Doch, natürlich kennt man dich, aber... Nein, ist jetzt ein bisschen übertrieben. ja, also ein paar haben mich ja auf dem Livestream, wo wir dann mit Sepp von Pizmi zusammen auf der Bühne saßen, ja dann gesehen und dann später bei Overwatch nochmal gesehen. Vorname und ein bisschen, was ich so mache. Also Sascha heiße ich, Nickname ist halt Funflagger, wie ihr ja hier unten schön eingeblendet seht. Also bei ihm hier. Genau. Und ja, ich mache halt ein bisschen, ich sag mal, gemischte Nerdkultur auf einem Kanal so. Also von wegen alles, was Comics ist, alles, was Gaming ist, alles, was Western, Eastern und auch Brett- und Kartenspiele ist. Alles Mögliche so gemischt. Aber auf Twitch ist es halt meistens dann so erstmal ein bisschen Talk und dann, worauf ich gerade so Bock habe zum Zocken oder so, gemischt halt. In dem Fall ist es dann heute dann mit euch dann Overwatch zusammen. Und ja, mal gucken halt, ne? Ach, dieser krasse Mercy Main, schreibt Kevin. Ja, genau, dieser krasse Mercy Main da. Sehr schön. Mach auch nur Mercy Main, damit der Phil das nicht übernehmen muss. So. Ja, weil der Phil sich nie trauen würde, Mercy zu spielen. Weil ich der Überzeugung bin. Ja, aber du sagst ja immer dann so nett, dann haben wir eine gute Mercy im Team. Hey, Vorsicht, wir haben auch sonst manchmal gute Mercys mit dabei. Da dürfen wir überhaupt nicht was Falsches sagen. nein, aber das ist so das, was du ja manchmal gesagt hast. Ja. Das greife ich gerade nur so auf. Ja. Nee, ich bin halt eher so der, ich spiele zwar gern Support, aber ist auch cool, wenn man sich dann mal von der Heiler-Rolle entfernen kann, das meine ich. So, ja, cool, mich kennt ihr, aber ich dachte, wir erzählen auch mal so ein bisschen, wie wir so in der Szene gelandet sind. Falls das für dich okay ist. Ich kann auch gerne natürlich. Du kannst mich da gerne ausfragen. Ich kann auch gerne den Anfang machen. Bei mir ist es ja jetzt, also ich weiß nicht, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin ja auch schon ein bisschen älter. nein, Spaß. Natürlich sieht man mir das an. Ich bin dieses Jahr 33 geworden. Ist fast schon unglaublich für mich. Und ich bin quasi so seit 2005 hier aktiv auf Cons unterwegs und hab damals dann auch über so Sachen wie Tanzgruppen und Freunde überhaupt erstmal mit Cosplay angefangen und dadurch halt diese ganze Kultur noch viel näher kennengelernt. Also mir das Nähen selber beigebracht, Kostüme gemacht. Irgendwann mache ich bestimmt auch mal einen Talk, wo ich so alte Kostüme von mir zeige und mir dann ganz viele Lacher abholen werde. Weil da waren schon Sachen dabei, also wird heute wahrscheinlich keiner mehr anziehen, freiwillig. Aber war halt damals so die Zeit, es hat alles angefangen. Man hat noch nicht so die Möglichkeiten, ja, ein Star, der die Stream. Man hat noch nicht so die Möglichkeiten gehabt, zum Beispiel an gute Perücken ranzukommen. Es gab noch nicht wirklich überall gute Tutorials für die Herstellung zum Beispiel von guten Waffen und sowas. Also so die Props, die du heute machen kannst, die Möglichkeiten hattest du damals einfach nicht. Bist dann halt in den Baumarkt gefahren, hast dir eine Holzplatte geholt und hast angefangen, dein Schwert aus einer Sperrholzplatte zu basteln. Und ja, irgendwann auf einer
ausschlaggebenden Animagic in Bonn bin ich damals dann von Andi angesprochen worden, ob ich nicht bei der Dokomi dabei sein möchte, beziehungsweise damals dann halt beim Host Club. Und seitdem, das sind jetzt auch schon 11 Jahre, glaube ich, müssten 11 Jahre sein, bin Wenn ich... Wenn ich da fragen darf, ja. War da Andi bei der Frau Takagi noch mit am Aushelfen, als der dich gefragt hat? Tatsächlich habe ich ihn ein, zweimal bei Frau Takagi ja gesehen, deswegen. Ach, das wird er wahrscheinlich heute noch machen, wenn er Zeit dafür hat. Denke auch, deswegen. Nee, ich habe ihn tatsächlich draußen auf der Animagic-Wiese in Bonn. Ist ein gutes Stück leiser als ich. Warte mal kurz. Ich kann mich lauter machen. Also ich habe es eigentlich schon auf sehr laut. Ja, es kann sein, dass ich dich bei mir leise gestellt habe. Okay. Weil bei mir auf meinem Streaming-Programm bin ich schon auf gelb. Also im Sinne von, ich habe es ein bisschen leiser bei mir nur gemacht. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz bei mir. Kannst du mal ein bisschen was sagen? Ja, hallo. Okay, ich habe jetzt mal die kompletten Dezibel. Also ich habe es ein bisschen runtergestellt gehabt. Ich habe mich vor allem sehr runtergestellt, weil ich aktuell wieder ein neues Mikrofon am Testen bin. So, aber jetzt müsste es eigentlich besser sein. Auch die Musik ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen lauter geworden, weil das über denselben Kanal läuft. Ja, aber genau. Ist, denke ich, nicht so schlimm, wenn noch was wäre. Sein kann, ist halt durch die Musik, ist das halt, du hast so die Dezibel runtergestellt im Sinne von Hauptsache nicht zu laut und dann ist ja mein Mikro mit runtergegangen. Ja. Weil es ja alles Desktop-Audio ist, in dem genau, Sinne. Genau. Da muss ich auch demnächst nochmal rein und ein bisschen was ausprobieren. Genau, auf jeden Fall hat er mich auf der Animagic-Wiese angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, bei diesem Host Club dabei zu sein. Ich habe halt erstmal überhaupt nicht gewusst, was überhaupt er damit meint hatte, aber durch einen ganz bestimmten Anime, den ich halt damals wirklich hart gefeiert habe, ein Bild im Kopf, wie es dann im Endeffekt auch irgendwann war. Und zwar Oren High School Host Club. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber leider nie gesehen. Aber ich kenne den Namen auf jeden Fall. Es ist tatsächlich ein sehr guter, ich glaube, 12 Folgen oder 13 Folgen. Die Geschichte von einem... Ja, Kiss, Kiss, Fall in Love. Genau, perfekt. Kayo. Das ist das Intro. Kiss, kiss, fall in love. Beschreibt eigentlich, also ich will jetzt nicht spoilern, aber es ist ein alter Anime, also kann ich es eigentlich machen. Beschreibt den Schulalltag eines nicht gerade aus guten Verhältnissen kommenden Protagonisten. Ich sage jetzt absichtlich Protagonist, weil ich weder männlich noch weiblich sagen möchte, der durch bedingte Umstände Mitglied eines Host Clubs wird. Und danke, Kayo. Das ist ein Wort, das benutzen wir nicht. Und das war also dieses... man ist auf einer Schule, aber die haben einen eigenen Host Club und erleben da halt unterschiedliche lustige Geschichten. Es war auf jeden Fall sehr cool gemacht. Und Birne, ein Host Club, dürftest du eigentlich wissen, was das ist? Aber ich glaube, die Frage war einfach so gestellt, dass ich das für alle erklären soll. Host Club auf der Dokomi ist halt einfach... eine sehr große Ansammlung von gut aussehenden Jungs, die Programm für die Gäste machen. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie die ursprünglichen Escort-Host-Clubs in Japan, sondern wirklich Jungs, die sich darum kümmern, dass, ja, und Mädels, da sind auch ein, zwei Mädels dabei. Birne, dreh mir die Worte nicht im Mund rum. die dafür sorgen, dass da gutes Programm geboten wird. Teilweise halt mit Entertainment, teilweise spielt man zusammen Spiele, man unterhält sich viel, man sitzt mit denen an einem Tisch und hat einfach ein bisschen Spaß. Und das habe ich bis vor, ich glaube,
Letztes Jahr habe ich es noch gemacht. Dieses Jahr Dokumi war dann das erste Mal nicht mehr. Und dieses Jahr habe ich dann zum ersten Mal in der Gaming-Halle den Twitch-Bereich übernommen, beziehungsweise die Twitch-Bühne gemacht und werde das auch weiterhin machen. So kann man das einigermaßen zusammenfassen. Wie bist du denn in diese Szene gekommen? Allgemein die ich auch mit meiner, ich sag mal, Kappe hier repräsentiere oder welche genau? Allgemein, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist. Also, das ist so diese typische, ich sag mal, Kindergeschichte, so von wegen Samstagmorgens hat man dann Cartoons geguckt und war übelst geflasht davon. Ich glaube, da war ich halt noch so 4 oder 5 und so alt bin ich schon, ja. Aber wo man dann in den 90ern ja noch so total bombardiert worden ist, so mit ferngesteuerten Autowerbungen, die halt total overdosed waren mit so einem Typen, der die halt komplett immer durchgebrüllt hatte. Und du als Kind erstmal sagtest so wie diese Simpsons-Geschichte, wo die in diesem Kinosaal sitzen und dann kommt ja dieser Einspieler von Dolby und dann bist du erstmal so in diesem Stuhl so, was ist so ungefähr? Und als Kind findest du das total cool. Aber habe ich halt gedacht, so, ja, cool, so ein Spider-Man ist halt schon cool und so ein He-Man ist cool und so weiter. Und als man dann so in Richtung Taschengeld kam, dachte man sich so, ach komm, ich gehe jetzt mal in so einen Comicladen, guck mir das da mal an. Und habe das dann so teilweise dann auch da mit Büchern, also klar sagen dann deine Eltern so, das ist kein Buch, das ist ein Comic, das ist ja nicht dasselbe, aber wissen es halt besser und sagen, ja doch, das ist dasselbe, da kann man ja lesen. Ne? Ja, aber, es gibt ja auch, hoppala, Entschuldigung, es gibt ja teilweise auch sehr ausgeprägte Comic-Illustrationen, die auch im Deutschunterricht behandelt werden. Ja, richtig. Aber der Vorteil halt, also da komme ich gleich zu, ist halt, also dass ich dann da so früh mit angefangen habe und dann kam man dann so mal ins Alter, wo man dann gesagt hat, hier, jo, jetzt kann man ja auch mal auf dementsprechende Messen gehen. Problem war natürlich, dass bis die German Comic Con da so groß mit angefangen hat, dass in Deutschland zumindest nicht so groß Comic Cons ja vertreten waren. In Belgien gibt es so ein paar. Und ich glaube in Holland auch, dann ist man dann mit den Eltern mal halt hingefahren, weil man noch keinen Führerschein hatte. Aber mich hat halt schon immer dieses ganze Thema so mit Western Comics interessiert, weil ich halt auch sage, die Kultur ist halt einfach witzig, also die Leute leben das natürlich genauso aus wie Otakus halt, aber ich sag mal, wo wir halt eben keine Comic-Cons hatten, haben wir natürlich dann die Dokumi oder die Magic oder die anderen wie Konichi oder so Messen gehabt und dann habe ich die natürlich dann eher besucht und das erste Mal so Con-mäßig auf einer Messe rumgelaufen bin ich so vor 6-7 Jahren oder so, als ich dann selbst die Möglichkeit, man hatte, da hinzufahren oder auch mit Freunden, die gesagt haben, hier, komm mit, ne, dann kannst du dich da mal mit uns hinsetzen und dir das mal angucken und so weiter. Und ja, also ich denke mal, so vor 6-7 Jahren habe ich dann angefangen zu sagen, ich lebe das jetzt aus, also komplett. Und dann bin ich auch zu den ganzen Cons gefahren, zu den ganzen Messen gefahren. Habe auch gesagt, ich tue dementsprechend meine Wohnung dekorieren, sozusagen auch in diesem Segment, wie viele das wahrscheinlich auch gemacht haben. Und der Vorteil halt natürlich für uns Fans in Deutschland, da kam ich eben mit dem, was bei uns besser ist, zu sprechen, ist halt einfach der Fakt, dass wir nicht leider bei Mangas, aber bei Comics zumindest alles in so einem großen Bundle zusammenbekommen. Was dann zum Beispiel mal 20 Euro kostet, dann hat man Band 1 bis 5 schon komplett in einem Comic drin. Und die Amerikaner bezahlen natürlich dann ihren Dollar für ein Heft mit 5-6 Seiten oder so. Und dann müssen die 1000 kaufen, bis sie dann das ganze Set zusammen haben. Aber ja, ich denke mal, so richtig ist das dann halt so vor 6 Jahren passiert, dass ich dann da so reingekommen bin und gesagt habe, das mache ich jetzt. Und dann kam ich auch automatisch zu Gaming und nehme ich dabei auf. Anfangs immer ein bisschen so suboptimal, bis ich dann irgendwann gesagt habe, komm, jetzt reicht's, jetzt mache ich das einfach, egal ob mir 2 oder 3 Leute zugucken. Ich wollte gerade sagen, das hatten wir ja auch auf der Bühne, das Thema, dass man einfach irgendwann damit anfangen sollte und sich dadurch nicht einschüchtern lassen soll, sondern wenn es halt Leute gibt, denen das gefällt,
dann werden die da auch zuschauen. Ich meine, so habe ich ja Timmy kennengelernt. Der meint, ich habe ja Timmy erwähnt und dann, das ist super witzig, um euch das mal zu erzählen. Ich hatte halt so den Spruch gebracht, nicht Spruch, aber so die Wahrheit gebracht und gesagt, Leute, wir brauchen kleinere Streamer oder eben Leute, die einfach Bock auf sowas haben, die sagen, ja, ich spiele die ganze Zeit von mir aus Fortnite und ich stream das jetzt. Dann habe ich halt Timmy gesagt und dann kam jemand auf mich zu und sagte so, danke, jetzt habe ich so einen Insider für mein Leben von der Dokumi Sascha, weil ich heiße Timmy. Und ich denke so, oh, das tut mir gerade so leid. Ja. Aber nein, ich habe halt gesagt, dass man selbst mit 2 oder 3 Zuschauern sich da motivieren soll und sagen soll, bleib einfach dran, weil irgendwann, wenn du was Besonderes schaffst, dann, also erschaffst aus diesem Produkt und dich selbst, dann wirst du sowieso bekannter und dann funktioniert das ja auch. Deswegen ist ja auch soll man sich da alles eine Sache der eigenen Motivation. Man macht es ja nicht zwingend dafür, um bekannt zu werden, sondern eher dafür, um einfach auch das zu machen, was man sich in den Kopf gesetzt hat. Richtig, wenn du selbst sagst, ich mache das jetzt, weil ich da Bock drauf habe, dann sollst du das halt tun und nicht, weil jetzt irgendwie irgendjemand dir jetzt was einreden will oder so, sage ich jetzt mal. Aber also bei dir hat das dann quasi auch, hast du dann früher auch sowas wie, was gab's denn da, zum Beispiel die Transformers Fernsehserie oder sowas, hast du sowas geguckt, diese Zeichentrickserie? Ja, ich denke mal, du wirst jetzt grinsen, weil du ihn noch kennst, aber ich bin wirklich noch mit dem Disney Club aufgewachsen. Ja, ich kenne sowohl das dann, als auch zum noch, Beispiel Pokito und diese ganzen. Ja, ja, genau. Also ich bin mit dem Disney Club aufgewachsen, wo dann halt Darkwing Duck und Gargoyles und DuckTales und hast du nicht gesehen. Ja. Und dann kamen dann irgendwann die coolen Sachen, das war dann Ninja Turtles und Biker Mice und Power Rangers und jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen im Chat und sagen, das heißt nicht Power Rangers, das heißt Sentai. Aber ist wieder was anderes. Ja, ja. Aber die haben ja Stock-Footage von den Sentais genommen und das als Ninja-Fighter reingeballert, weil die konnten ja nichts, die Schauspieler. Die konnten ja nicht mal irgendwie eine Rolle vorwärts machen. Aber gut. Aber das hat man dann angeguckt und dann gab es dann eben auch Amazing Spider-Man irgendwann dazwischen und halt auch Batman und so, eine Animated Series und das war dann das, was ich dann so gesuchtet habe, sage ich jetzt. Ich habe nur die Kennen. Hallo Andi. Aber ja. Hi Andi. Da ist er im Chat. Aber nachher wird er wahrscheinlich beim Spielen auch dabei sein. Das kann gut sein. Ist wahrscheinlich eben erst heimgekommen, deswegen ist er jetzt hier nicht dabei, aber der wird sich auch demnächst mal bei uns anschließen. Ja genau, es gab halt früher einfach so leichter die Möglichkeit, auch im öffentlichen Fernsehen, öffentliches Fernsehen, im Fernsehen, das damals noch nicht so kaputt geschaut war, solche Sachen zu sehen und heutzutage ist das halt einfach auch ein bisschen schwerer geworden, finde ich. Ich muss halt da erzählen, wir hatten halt damals, also ich wohnte ja an der Grenze zu Aachen, aber in Belgien auf der Seite, war aber deutschsprachig, ne? Also deswegen kann ich auch so gut Deutsch. Das Ding ist aber, dass wir nur RTL und sowas hatten und dann hat es Jahre gebraucht oder gedauert, bis es da mal wirklich ProSieben und so auch im Fernsehen gab. Mhm. Aber wir mussten uns dann wirklich eine Astra-Schüssel anschaffen, um dann RTL 2 zu bekommen. Mhm. Und dann konnte ich halt auch erstmal RTL 2 und Anime gucken. Dragon so, Ball. Und das war also schon Dragon Ball noch zur Zeit, wo es um 7:45 abends lief. Das war schon heftig. Ja, ja. 7:45. Du hast dich um 7:45 abends. Mit ich gucke jetzt aber in die Kamera. Hast du dich vor den Fernseher gesetzt, um Dragon Ball Z zu gucken? Ja. Da liefen immer 2 Folgen, die Wiederholung und die neue Folge. Ja, ja. Ich hab mich da immer mit meinen Eltern ein bisschen gestritten, so wer darf jetzt um 7:45 Fernsehen gucken, weil damals hatten wir nur einen Fernseher. Das war damals halt noch so gang und gäbe. So, und da gab es dann ja auch noch, ich sag mal, wenn der Son Goku so eine Todesspirale abbekommen hat, dann war der auch tot und dann hat man sogar noch hier so... Ja. So hier gesehen, ne? Das und jetzt Loch, ist das Loch ja so, in der Brust gesehen. Ja, ja, und jetzt sagst du halt so, Todesspirale, ah, Son Goku. Was ist jetzt passiert? Mhm. Das hast du jetzt ja alles so nicht mehr, ne? Genau. Ich habe früher, ich kann mich noch dran erinnern, ich war halt öfter wegen Sport dann unterwegs in dieser Uhrzeit noch. Also ich habe früher viel Basketball gespielt. Mhm. Und habe dann
damals tatsächlich noch mit VHS-Kassetten meine Eltern dazu gebracht, abends diese Sachen aufzunehmen für mich, damit ich die am nächsten Tag gucken konnte. Und irgendwann. Ja, danach gab es ja HD, ich sag mal, Festplatten, so Receiver wenigstens. Da konnte man die ja noch einstellen, dass sie das für dich aufnehmen. Kann man programmieren, genau. Ja. Aber nee, das habe ich alles dann so noch miterlebt. Und ja. Aber auch dann die Zeit so, du kommst von der Schule nach Hause und dann, ja, jetzt kommt Pokémon. Dann mussten meine Eltern mir diesen Pokémon-Marathon aufnehmen. Da waren ja so 10 Folgen irgendwie über Ostern oder so. Ja, das war noch cool, wo die dann halt so Anime-Programm gemacht haben an Ferien, also wenn Ferien waren und sowas. Ja. Oder halt auch zu Weihnachten gab es dann auch immer so Specials. Da kann ich noch prima dran erinnern. Ja, aber es gab dann aber auch, also ich sag mal, verschiedene Disney-Clubs. Beziehungsweise es gab ja zuerst dann, also wirklich nur Disney, dann lief dann halt Aladdin und halt wirklich DuckTales, Darkwing Duck und so weiter und so weiter. Und es gab halt auch diesen einfach RTL-Cartoon-Samstag oder so. Und der hatte halt dann alles gemischt. Mhm. Da war dann eben auch alles mit dabei. Und dieser alles mit dabei Samstag wurde dann halt eben durch den Club ersetzt. Dann hattest du ja wirklich nur noch Disney, also nur noch Goofy und Max und DuckTales und so. Ja. Und jetzt, das war aber der Vorreiter, wenn du so willst, für den Disney-Channel danach halt. Mhm. Ne? So muss man ja sagen. Und jetzt wird es Disney Plus. Also ich wollte gerade sagen, sind die jetzt nicht aktuell an einem Streaming-Portal dran? Ist ja, die wollen auch in diesem Jahr irgendwann oder kommendes Jahr wollen die ja ihren eigenen Netflix-Kanal, sage ich jetzt mal. Verschwinden da dann von allen anderen Portalen, also sei es jetzt Netflix und... Ja, alles weg. Alles weg, was mit Disney zu tun hat, das heißt auch Marvel, das heißt auch, was haben die denn noch alles gekauft? Ja, auf jeden Fall alles, was die gekauft haben. Kriegen wir dann nur noch über Disney. Das heißt, wir brauchen dann alle wahrscheinlich noch ein drittes Portal, weil... Ah, danke, Star Wars, ja. Was ich jetzt auch letztens gehört habe, was mich ein bisschen schockiert hat, ist, dass es gibt ja weitere Marvel-Filme im Bereich Avengers, beziehungsweise im Bereich Superhelden. Wir sagen jetzt einfach mal Superhelden, weil die Avengers Area ist ja jetzt offiziell... Era. Ist jetzt offiziell ja mit dem aktuellen Spider-Man beendet. Und jetzt kommt ja was Neues. Aber dazu soll es wohl auch eine Serie geben, die du aber nur auf diesem Disney Plus Channel bekommst. Es kommen 3 Serien. Und 3 sogar? Disney Plus, ja. Es kommt Loki und noch 2 andere. Oha, oha. Ja, und ich habe halt gehört, also wenn du dann die Kinofilme schauen möchtest, dann brauchst du dieses Hintergrundwissen aus den Serien ein bisschen. So ein kleines bisschen. Also aktuell kann man sich das alles noch auf Netflix angucken, aber so wie die Verträge halt auslaufen, ist es dann komplett auf Disney Plus. Ja. Noch ein Streaming-Portal, das man sich anschaffen kann. Yay. Ja, ist ja schon wie so, du brauchst ja Sky für Fußball, dann brauchst du aber auch Eurosport oder was war das für den Freitag oder so Fußball und alles andere dann auch noch und dann, ne? Ja. Ja. Ja, wo ziehe ich den Leuten das Geld aus der Tasche? So ungefähr. Und dann müssen wir noch in Deutschland ja GEZ zahlen. Ja. Das ist super, obwohl keiner mehr Fernsehen gucken möchte, weil das, was da kommt, einfach nur noch Müll ist. Aber die sagen ja, dass du die Mediatheken hast und also auf dem Smart TV und die Mediatheken sind ja dann Fernsehen und deswegen sollst du dann GEZ bezahlen. Es ist halt eine Nische, aber sie bezeichnen es halt so damit, weil ARD und ZDF ja da ihre Mediatheken auf dem Smart TV haben. Birne, Prime kann ich dir aber auch sehr ans Herz legen. Da gibt es auch immer mal wieder gute alte Filme, die du sonst auch nicht mehr sehen kannst. Wofür du halt auf Prime nichts extra zahlen musst. Also Prime ist nicht zwingend so, dass du dann für jeden Film auch nochmal Geld hinlegen musst. Nö, also Prime gibt ja eigentlich schon viele Extras dafür, dass du das bezahlst. Neben dem schnellen Liefer-Dingsbums halt, ne? Ah, Funk-Content, ja. GZ ist eigentlich ein bisschen... Ja. Ja, ist schon klar, aber trotzdem. Es ist halt, finde ich, trotzdem nicht gerechtfertigt, von jedem zu verlangen, das zu zahlen. Weil ich habe jetzt seit... Boah, wann bin ich umgezogen? Also ich habe tatsächlich erst wieder Fernsehen, seitdem ich hier in die neue Wohnung gezogen bin.
Ich habe gar keinen Fernseher mehr. Ja, also ich habe einen Fernseher da stehen, aber der hat vorher halt einfach keinen Anschluss gehabt. Und ich habe auch einfach das Bedürfnis nicht gehabt, den einzuschalten, weil wenn ich mir dann so Sachen angucke wie Berlin Tag und Nacht, Köln 50, keine Ahnung. Bei mir hat Fernsehen aufgehört, nachdem bei RTL und RTL 2 dieser ganze Trash-TV lief und ich dann sagte so, nee, das reicht mir jetzt. Jung, pleite und verzweifelt oder bitte hilf mir oder ach, was weiß ich, was das Ganze ist. Aber wie gesagt, ProSieben und Co. sind auch nicht besser. Da kriegst du dann halt konstant nur noch Wiederholungen. Was halt aber schön ist, ein Teil der aktuellen YouTuber sind ja auch durch, ich sag mal, Fernsehen, öffentlich-rechtliche Fernsehen aber angestellt und die werden ja durch die GEZ dann auch wenigstens so ein bisschen jetzt unterstützt wie ich glaube, World Wide Web zum Beispiel ist ja da mit drin und ist da, ist auch nicht, hier. Ist Aaron nicht auch inzwischen über Fernsehen? Ich glaube ja, aber alles, wo dieses da Funk oder so steht, immer am Ende oder am Anfang. Aber da ist ja auch Cult Mirror drin oder gewesen oder immer noch drin und World Wide Web ist da drin und die werden ja jetzt auch alle so ein bisschen. Das war aber diese Geschichte auch, wo dann alle so ein bisschen zum Funkfernsehen gegangen sind, weil sie halt Angst hatten, dass durch diese Artikelgeschichte, was wir aber schon auf Dokumi TV live auf der Dokumi besprochen haben, brauchen wir jetzt hier nicht wieder das Thema aufgreifen. Ja, nee, aber da haben ja viele gesagt, jetzt so, wir gehen jetzt halt zum Fernsehen. Das haben ja dann auch die Pietz und Gronkh und so gemacht, damit sie sich damit ein bisschen absichern können halt. Ne? Aber ich glaube, das ist halt, wie Charlie Fox schon sagt, es ist, meine ich, so eine WDR- oder NDR-Geschichte auch, wo die da alle über angestellt sind oder die Sachen da. Genau, Funk, also da Funk oder so heißt es. Aber gut. Nee, wie gesagt, das hat für mich damals dann auch aufgehört. Die haben irgendwann angefangen, nur noch Bullshit zu senden. Also ich fand ja auch früher schon die Talkshows schlimm. Da bin ich ganz froh, dass wir aus diesem Zeitalter raus sind. Aber auch so eine Sache, die ich hart vermisse, ist tatsächlich sowas wie Stefan Raab. Sowas, so ein gutes Format. Ich sag halt da, wo er noch einen Montag in der Woche hatte. Weil als er vier Tage hatte, wurde es mir doch ein bisschen zu viel. Und da hat er sich halt auch nur noch hingesetzt und gemacht. Er hat halt nicht mehr so viel, ne? Aber gut. Hallo, Cosplay Girl. Ich sag einfach mal zwischendrin einfach mal Hallo, wenn immer. Ja, grüßen. Alles gut. Was ich halt auch früher gefeiert habe, waren so Sachen wie zum Beispiel Inuyasha. Ganz viele kennen Inuyasha halt auch einfach nicht ungeschnitten, sondern halt einfach so hart runterzensiert, dass voll viel von dieser Handlung verloren geht, weil auch das ist eigentlich kein Kinderanime gewesen. Ey, komm, das war ja bei Yu-Gi-Oh! Auch. Ja. Und bei One Piece. Ja, okay. Bei Yu-Gi-Oh! Schon krass, weil da sind die Finger eigentlich Knarren, wenn man ja so will. Ne? Mhm. Also, da sitzt halt so ein Bandit Kief neben Pegasus und sagt, rück das Preisgeld raus. Und er zeigt mir einen Finger halt auf ihm drauf. Und das ist eigentlich eine Knarre. Die Finger Bandit Kief. Ja, ja, die Finger ganz, wo der Bandit Kief halt eine Knarre in der Hand hat. Und 4Kids das dann so rauszensiert hat, dass so eine Hand aussieht wie so eine Hand, damit du wenigstens die Knarre dann raus schneiden dann kannst. Also. Ja, ja. Ganz, ja. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Aber das alles, es gab immer so einmal noch, also ich habe das immer mitgekriegt, so die erste Ausstrahlung. Und dann irgendwann, sobald die Wiederholungen kamen, war es dann schon zu spät und es wurde alles runtergeschnitten. Hello, dankeschön. Tierstufe 1. Nice. Warte, jetzt muss ich. Zur Info für die, die Prime haben, ihr könnt den Film mit eurem Prime auch abonnieren. Das kostet nichts und ihr unterstützt damit Dokumi TV. Oder ihr macht das bei mir, ich streame auch gerade. Aber keine Werbung jetzt, keine Werbung. Danke, Birne, für aber dieses tolle Bild. Ihr könnt auch die Channels mit Amazon Prime unterstützen. Wenn ihr schon Prime habt, dann könnt ihr das eben auch damit machen. Oh, guck mal, Birne postet gerade ein Vergleichsbild, original. Ja, das ist wahrscheinlich dieses, diese Yu-Gi-Oh! Bilder von wegen hier, da hat er eine Fingergun und auf dem anderen hat er dann halt die Knarre. Sieht einfach so super aus. Ich finde das interessant. Weil die Finger sehen halt einfach so dick aus hier, wie jetzt gerade auf der Webcam. Ja, so. Ja. Hey, die haben Photoshop-Skills. Aber sowas von.
Ja. Das ist halt schade. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Wir können auch wieder zum Thema zurückgehen. Wir waren ja nicht bei Yu-Gi-Oh! Und Finger Guns, genau, sondern waren schon bei Themen jetzt. Ich habe trotzdem den Faden verloren. Magst du da? Okay. Magst du mich wieder reinbringen? Ich kann es versuchen. Wir hatten ja gesagt, hier samstags, aber wie gesagt, auch in der Woche die RTL2-Sachen waren halt da schon so ein cooles Sprungbrett. Ja. Ich denke aber auch, dass das so die Zeit war, wo der Schulhof dann auch immer viel mit zu tun hatte. Ja. Weil jetzt ist es ja mehr so, wenn du auf dem Schulhof keine 3000 Follower hast, bist du ja scheiße. Ja, ja. Muss inzwischen, ne, TikTok-Fame sein. Ja, ja, so ungefähr. Aber damals war es dann so, wenn du das Glurak in deinem Kartenordner hattest, dann warst du der King auf dem Schulhof. Ja, ja, ne? Oder genauso oder, wie wenn du der den, Einzige den warst, der das leuchtende Magiermädchen von. Ja, ja, oder du brauchtest halt aus dem Toys R Us damals, glaube ich, sogar noch das Mew auf dem Game. Dual Disc oder das Mew auf dem Gameboy, weil du das ja dann an das Gerät anschließen musstest, damit du dann dagegen kämpfen konntest. So halt diese Mew-Tour oder so. Genauso wie drucke hier deine Pokémon Snap oder was war das, Bilder ja aus? Ja, mit diesem, es gab ja diesen Gameboy-Drucker damals. Genau. Also Sachen, ey. Meine Fresse, wenn ich da dran denke, ey. Genau, mit Beyblades. Obwohl, Beyblades sind sogar wieder in. Ich hatte mit einem Kollegen damals sogar noch das Thema, dass er meinte, so, ja, Beyblades sind jetzt voll wieder. Ich so, nee. Sind das nicht inzwischen einfach Fidget Spinner? Nein. Ja, also ungefähr. Also, wie kommst du auf Beyblades? Die sind doch so uralt. Dann gehe ich aus der Arbeit raus, gehe um die Ecke und da waren echt 3-4 Kinder mit einer Arena am Sitzen. Ich so, scheiße, die sind ja wirklich wieder in. Was ist los? Bin ich wieder in den 90ern oder was? Krass. Das ist ja einfach verrückt, ey. Aber ja, ich hätte auch gerne so viel Reis und so viele Sushi-Rollen wie damals in Animes so die Leute gegessen. Das war immer so krass, wie viel Reis die fressen konnten. Und ich war nach einer Schüssel schon so, Jetzt Son Goku mit seinen 30 Reisbowls hier. Jetzt kommen wir schon wieder zu Dragon Ball. Ja, ja. Ja, aber das war halt auch legendär einfach. Ja. Ich überlege gerade, was hat denn damals noch so geprägt? So, was mich so ein bisschen geprägt hat, war so diese. Du kannst jetzt langsam ins Internet, du kriegst langsam die Möglichkeit, irgendwelchen Foren beizutreten. Und ich fand's schon krass, wenn man mal bedenkt, wie du damals mit einem alten, nicht mal ISDN, also schon so alten 28 oder 56K-Modem, Counter-Strike auf so einem ganz alten PC noch in der Beta gespielt hast und deine 50 oder 60 Ping sogar hattest. Und danach gab es DSL und du hattest so ein 300er Ping und denkst dir so, ey, wieso habe ich noch letzte Woche mit meiner AOL-CD so und so viel Internet geschafft und das einfach auf so einem alten Pentium 2 PC oder so gezockt. Ja, ja, ja. Und jetzt hast du so viel Internetbandbreite und es ist trotzdem teilweise eine schlechte Verbindung. Aber ich finde es auch schön, dass halt vieles auch wieder geremaked wird, gerade wie Monkey Island oder so. Also damals. 19 Cent die Minute, ja. Wir hatten damals ein Sparschwein, dann haben wir dann immer Geld reingeschmissen. Da war so eine Stunde, war dann aufgerundet, wie viel Cent das waren oder wie viel Pfennig halt. Und dann haben wir das dann da reingeschmissen. Dann hieß es, jetzt darfst du eine Stunde ins Internet. Aber danach ruft die Oma auch an, weil es besetzt, ne? Ja, stimmt alles. So dieses, ja, aber wir wollen dann schon gleich telefonieren, gell? Dann musst du wieder aufhören. Ja, und dann hatten wir unsere DSL-Box das erste Mal bekommen. Das war noch so ein altes USB-Modem. Das mussten wir dann immer am PC ja angeschlossen haben. Und wir wollten dann eine LAN machen. Und dann war es dann so, ja, ich will auch ins Internet. Dann ja erstmal Internetfreigabe auf dem PC angemacht. Da musste der eine PC immer anbleiben. Dann hat dann der Kollege auf der LAN alles gezogen. Und dann so, ja, ganzes Volumen hier wegziehen oder was? Was ist hier los? Aber das war noch krass, als man so eigene LAN-Partys noch oder so zu Hause oder ja, eben zu Freunden gegangen ist, einfach die PCs mitgeschleppt hat, auf dem Fahrrad. So Röhren so Bildschirm so auf dem Arm und dann so, oh, Herbert, helf mal, ich komme nicht mit dem in den Keller, ist zu schwer. Ja, das war genial. Damals, als man noch das Zimmer aufräumen konnte, bis man ins Internet konnte. Das habe ich aber auch gemacht, hier Computerbildspiele oder so, die Dinger geholt, wo immer eine Vollversion mit drin war. Dann habe ich die jedes Mal installiert und gespielt. Es gab aber noch diese,
Compilation-Spiele-Boxen. Da gab es dann so 30 Spiele in einem, aber das waren ja, dann diese, auch Uralt-Spiele. Ich wollte gerade sagen, das gibt's ja auch heute noch, diese PC-Spiele Silber oder sowas. Oder, ja, ja, genau, aber das war halt so ein Set, da war dann Dungeon Keeper drin, ja, ja, und keine Ahnung was. Dann hat man sich so dieses Set gekauft. Diablo. Aber dann auch 3 Spiele davon gespielt oder so. Die Völker, ja, komm, Diablo war aber noch cool. Ja, natürlich war Diablo cool. So altes Diablo. Die Völker-Vollversion, oh ja. Ich weiß noch, wo, es gab ja mal eine Zeitschrift, da war die Siedler dann mit drin und sowas. Das war auch ziemlich cool. Ja, ja, Siedler hat mich geprägt. Age of Empires, Siedler, StarCraft. Ich bin so Strategiespiel-Fan eigentlich. Finde es schade, dass es kaum ein aktuelles, gutes Strategiespiel gibt. Ja, hier, Bela und Sims haben, Handtuch haben es auch schon hier. Sims, Sims 1, auch mega geil. Oh. Anno, ja. Was ich auch cool fand, was heutzutage ja sowas wie City Skylines ist, war damals SimCity. Oh ja. SimCity, wo du dann auch die Katastrophen auslösen konntest und so. Ich habe damals das auf dem Super Nintendo zuerst gehabt und dann später halt das 2000 und 3000 auf dem PC. Das war halt so gut. Ich überlege gerade genau, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, und dann hast du halt solche Community-Foren irgendwann gehabt und irgendwann gab es dann Animex. Und tatsächlich bin ich aber nicht durch Animex auf meine erste Con gegangen, sondern durch ein Internetradiosender. Also wir haben ein hieß, glaube ich, ANM Radio, Anime Music Radio, wenn man es, glaube ich, ausgesprochen hat. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Und da hieß es dann irgendwann, ja, du gehst jetzt mal auf die Con und schreibst einen Bericht über die. Und ich so, hä, was für eine Convention? Ja, du wohnst da in der Nähe. War dann die Hanami in... Gibt's die Hanami noch? Nee. Oder warte, doch, die Hanami... Nicht. Warte, doch, die Hanami gibt's noch. Es hieß damals, glaube ich, hieß es damals nicht anders? Hieß die nicht ganz am Anfang, hieß die doch anders. Hanami Ludwigshafen. Ja, ja, die gibt's noch. Aber die hieß früher anders. Wie hieß die denn früher? Ich hatte letztens noch die Bilder auf dem Handy. Ja, aber, ja, klar, Birne, die gibt's noch, aber die hatte früher einen anderen Namen. So 2004 hieß die anders. Und war noch in so ganz klein in so einem Jugendhaus drin, was halt eigentlich überhaupt nicht die Kapazitäten hatte, um alle Menschen da drin zu fassen. Ja, Mannheim hat inzwischen die Animagic, aber das ist ja was anderes. Das ist ja einfach... Inzwischen, die war ja früher woanders. Genau, und dann bin ich da hingegangen und hab noch, weil ich einfach überhaupt keine Ahnung hatte, so mit meinem Handy so total fasziniert von allem Fotos gemacht, hab das erste Mal irgendwas Japanisches gegessen, hab lauter Leute kennengelernt und wollte danach eigentlich gar nicht mehr nach Hause, sondern wollte einfach... auf dieser Con bleiben und habe mir gewünscht, dass die konstant weiter ist. Und ich habe das bei der Games Convention in Leipzig gehabt. Ja. Das war das letzte Jahr, bevor die nach Köln umgezogen sind. Da bin ich da hingefahren mit diesem komischen, ich sag mal, S-Intercity schlechte Version, also nicht ICE, sondern IC. Ja. Da gab es ja diese für 30 Euro oder für 20 Euro halt Sammel, hier, ich halt überall und fahre dann dahin. Ja, ja. Da bin ich dahin und war dann auf der Games Convention, war voll geflasht und das war das Jahr, wo die dann auch noch Wrath of the Lich King und so angekündigt haben. Und ich stehe da einfach und alle schauen auf diesen Bildschirm von The Frozen Throne, von Wrath of the Lich King, ich dazwischen. Und denkst so, das ist das Coolste, was ich jetzt gerade in meinem Leben mitmache, irgendwie so. Das ist so krass. Die gehen halt auch alle dann voll ab und du stehst. Ja, aber das war ja wirklich noch, wenn du nicht auf einer E3, sondern auf der Games Convention eine Ankündigung hattest von einem Spiel. Und ich dazwischen und da war der ganze Saal voll und ich denk so, krass, wir stehen hier alle. So, jetzt hast du es ja, gut, in diesem Jahr ist jetzt Blizzard nicht da, aber jetzt hattest du ja diese, Premieren-Trailer dann auf der Gamescom dann in Köln, wo dann zum Beispiel hieß, ja, wir haben jetzt hier einen neuen Overwatch-Kurzfilm. Und dann war das der May-Film und wir saßen da und haben geheult wegen Snowball und so. Und denken so, Alter, was sind wir für Nerds geworden? Nein, wir heulen bei einem Kurzfilm. Genial.
Es war auch, also erste Begegnung mit Overwatch war ja natürlich auch damals Gamescom für mich, wo du dann halt noch in der Beta quasi auch gespielt hast und dann Bastion noch sein eigenes Schild hatte, das er vor sich gehalten hat, wo er halt richtig OP war, wo du einfach nichts gegen ihn machen konntest. Da saßen dann alle da und haben nur Bastion gespielt. Ich muss sagen, ich hatte, ich habe noch Zeiten halt bei Overwatch mit. Ich meine, da hatten wir halt Mercy mit einfach alle Reviven gleichzeitig. Ja, ja. Oder hast du einfach halt in irgendeiner Ecke gewartet, bis dein ganzes Team tot war, bist in die Mitte geflogen, hast alle wiederbelebt. Dann Diva ohne die Raketen. Ja, ja. Und dann ein unendlich langes Schild. Also nicht mit diesem, Entschuldigung, das hielt an, aber das hörte irgendwann auf und hatte dann einen Cooldown. Jetzt hast du ja dieses kleine Tacho, was dann da an der Seite heruntergeht. Ja, was hatten wir noch? Junkrat hatte auch, Torbjörn hatte halt einfach nur, ich bin gerade im Berserker-Modus und nicht die Lava auf dem Boden, also Molten halt. Ja, was ich halt hart vermisse, ist meine Auto-Aim-Symmetra. Das war so mein Angriffsheld. Also alle spielen die nur in der Verteidigung und ich habe die halt im Angriff gespielt und bin allen halt richtig auf den Sack gegangen mit der. Weil wir beim Thema Kommunizieren waren. Genau, also, kommunizieren. Du sagst ja Animax und so. Also das Problem mit Animax für mich war ja, weil ich jetzt nicht so in Anime drin war wie viele andere. Mhm. Ich war halt in meiner RTL 2-Phase, wie alle anderen auch. Ich war in meiner, ich sag mal, auf MTV und Fox dann die etwas späteren, die etwas so erwachseneren. Mhm. Ja, aber ich gehe jetzt nicht von, darin passiert ist, sondern einfach wie auch X zum Beispiel oder Record of Lord of War war da auch dabei und sowas. Ja, genau. Also oder, ich gehe jetzt nicht so von Blue Submarine. Genau. Oder wie hieß das andere mit dem Space? Cowboy Bebop. Ja. Sowas kam ja da genau, auch richtig spät nachts. Und dazwischen gab es ja noch diesen etwas netten Boy. Ne? Lassen wir das. Golden? Nein. Nein? Nicht? Ich dachte, den meinst du. Egal. Nein, aber du konntest dich halt dann aber da nicht so natürlich über solche Sachen, wie ich jetzt halt gefeiert habe, dann austauschen. Das war halt bei uns leider doch so ein Schulhofsthema. Mhm. Bis dann halt das mehr Thema wurde. Und jetzt, dadurch, dass halt alles so cinematic-like ins Kino wieder zurückgekommen ist und auch eben Endgame und so weiter, haben wir dann da natürlich wieder jetzt viel zu viel, was das angeht, wieder bekommen. Also, Aber, viel zu viel würde ich jetzt nicht sagen, aber du hast halt einfach. Nö, aber das war halt früher mehr so ein, weil wir nicht so die Kommunikationsmöglichkeiten hatten, so wie heute. Jetzt kannst du ja ein Foto hochladen und jeder Handtuch. Kann seine Meinung dazu äußern, gerade bei Instagram oder so. Das hast du ja alles damals nicht. Also als Facebook rauskam, war ich noch in MSN Messenger so ungefähr. Mhm. Also, ja, hatten wir irgendwo oben hier auch damals der Hype mit ICQ und MSN. Ich erinnere mich noch an die ganzen Sounds und dann die Smileys, die irgendwann dann so populär wurden. Richtig. Richtig. Nee, und, aber MSN war dann halt aktiv. Ja. Ja, halt Facebook zum Teil, als es dann kam, aber das war halt auch immer so ein bisschen speziell. Was hatte man noch alles? Boah, MySQL-Foren. Die Easy SQL oder wie hießen die? Die alten Foren, die man sich selber auf dem Schulserver dann so machen konnte. Ja. Ich erinnere mich noch auch an die, genau. Danke, PHPBB, genau, das war das. Das ganz alte, was man in der Schule dann so angemeldet hat. Oder, ich glaube, Nitrado hat das sogar mal angeboten und so als Server, dass du halt einfach nur so ein Forum bei denen als MySQL und PHPBB dann hochladen konntest. Für so 5 Euro im Monat oder so. Und danach gab es dann halt für 15 Euro Minecraft und so Server oder Counter-Strike-Server. Ja, Mafia kann ich mich auch noch dran erinnern. Mafia war aber auch sehr, sehr geil. Ja. Richtig legendär. Ach ja. IRC war auch so ein Ding, ja. IRC, QuakeNet war auch ziemlich cool. Stimmt alles. Boah, Schüler-VZ, Studi-VZ. Habe ich nie benutzt, ganz ehrlich. Nee, da kam ja, das war ja die Zeit, wo dann auch irgendwann Facebook rauskam. Da war das direkt wieder tot. MSN. MySpace, ey. Ja, MySpace. MySpace, oh mein Gott. Dürfte keinen. Da gab es doch einen, der hieß Jeff oder Michael oder so, der hat alle geliked oder alle abonniert oder Ich hab ein richtiges Highlight für euch. Ich muss mal gucken, ob ich das in die Cam halten kann. Ich habe gestern Bilder gefunden von mir, von früher.
Also ich könnte die bestimmt auch irgendwo jetzt einblenden, aber ich möchte es einfach mal kurz auf dem Handy machen. Irgendwann gibt es einen Stream, wo ich solche Sachen mal zeige. Warte. Sieht man das einigermaßen? Badass. Das war, glaube ich, mit eins meiner ersten Cosplays damals. Emo-Film. Ja. Geht noch viel besser. Hab noch eins. Warte. Oh Gott. Ach, je. Das sieht man überhaupt nicht. Das ist so hell. Ich glaube, ich muss mal kurz die Helligkeit von meinem Handy ein bisschen runternehmen. Vielleicht wird es dann besser. Krasser Scheiß, oder? Ja, krass. Da war ich richtig jung noch. Ich glaube 18 oder so. Und ich hatte auch früher schon so die... kann ich hier auf dem Handy auch Bilder drehen? Ah ja. Ich hatte auch früher schon die bunte Haarfarbenphase. Heftiger Shit. Oder? Siehst du das? Mhm. Da war ich dann aber noch... Und dann wurde er 12. Dann war alles vorbei. Kevin, da war ich nicht nur jung. Da war ich vor allem sehr, sehr dünn. Da habe ich auf dieselbe Größe wie jetzt nur knapp 50 bis 55 Kilo gewogen. Also mit 1,92 Meter kann man sich vorstellen, das ist nicht so gesund. Nee, nicht wirklich. Aber ich konnte nichts dafür. Ich habe einfach, also ich konnte schon vielleicht was dafür, aber ich habe viel Sport gemacht und habe trotzdem viel gegessen. Ja, genau, dank der Icon wissen wir einfach, wie ich in 15 Jahren aussehe. Auf der Icon war mein Zukunfts-Ich unterwegs. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Irgendwer hat das Bild irgendwo mal. Ja, der Organ. Ich glaube, das ist einer, der mit der Organisation da viel zu tun hat und der sieht einfach aus wie ich in so 15, 20 Jahren. Okay, okay. Also es ist einfach, als wäre ich dort gewesen, aber halt aus der Zukunft. Jetzt muss ich mal gucken. Mir gerade Lilly, Moinsen. Ja, nicht viel, außer dass meine Kamera sich irgendwie die ganze Zeit aufhängt. Die kommt nicht damit klar, dass ich hier beide gleichzeitig habe. Echt? Ja, mein Camlink denkt sich die ganze Zeit auf. Ich weiß auch nicht warum. Möchte mich wer bei ICQ adden? Oha. Ich bin gerade dabei, immer mein Camlink halt jedes Mal zu resetten, weil das hängt sich die ganze Zeit auf. Aber ich bin eh irgendwie so, gucke mir gerade mein Bild mit der Webcam an und denk so, die Qualität ist ja schon fast die gleiche. Egal. Nee, meine ICQ-Nummer weiß ich nicht mehr. Ich glaube, sie fing mit 240 an, aber mehr weiß ich nicht. Ich frage mich auch, ob es mal irgendwann ICQ-Nummern gab, die nicht ganz so lang waren oder ob die immer schon generisch... Nee, die waren diese, immer schon so lang, glaube ich. Immer schon diese neun Ziffern oder neun oder acht Ziffern, was das war. Ich glaube neun. Ja, ich glaube schon, dass das schon was länger war. Ich weiß gar nicht, ob man da noch drankommen würde an diese Anmeldung. Also ich weiß. Was macht ihr gerade so? Wir machen einen kleinen Talk hier, ich und Phil. Phil ist hier oben in der Ecke. Also, ja. Ja, hallo. Und danach spielen wir eine Runde Overwatch, haben wir gesagt. Wo dann auch noch Leute mitspielen können, wenn sie möchten. Ja, ja, ja. Was ist deine ICQ-Nummer 1? Ja, das wäre so der Fall, wenn man Mark Zuckerberg fragen würde, falls der ICQ... Deine ICQ-Nummer ist 0000001. Ja, genau, wenn der ICQ erfunden hätte. Was schaut die Lilly denn auf Netflix? Lilly guckt Netflix und guckt uns zu. Das ist aber ein bisschen... Ne? Auf Netflix? Hoffentlich nicht. Auf Netflix? Ja, das wäre geil. Doku-TV auf Netflix. Ja, irgendwann mal. Nee, aber... was ich letztens mitbekommen habe, ist, dass einfach auch viel mehr Fernsehsender inzwischen, also vor allem Sportsender, aktiver auf Twitch unterwegs sind. Einfach weil sie halt nicht mehr... Ich merke halt schon, dass das, was ich halt krass finde, ist einfach, was für einen Sprung zum Beispiel auch die ESL und so gemacht hat. Wenn man mal betrachtet, wie früher, da waren die ja noch in Köln im Mediapark zum Beispiel, da diese kleinen
Arenen hatten für so 20, 30 Zuschauer und oben waren dann die Spieler. Ach, guck mal, wenn du kurz in den Chat reinklickst, da wurde gerade ein Link gepostet. Ich bin gerade auch in meinem, weil ich jemanden drin habe, der mit mir chattet. Ja, was soll ich denn hier gucken? Future Fill in Icon. Ja, da den Link einfach. Oh Gott, das sieht gut aus. Ja, das bin einfach ich in der Zukunft. Nee, aber dann jetzt auf einmal guckst du so, ja, hier im Frankfurter Stadion die ESL One und ich denke dann so, das ist ja halt wie Champions League hier, krass. Ja, oder jetzt waren ja auch Fortnite-Weltmeisterschaften in den USA, wo auch ein paar Deutsche sich qualifiziert hatten. Kevin guckt jetzt mir zu. Das ist überhaupt nicht so wild. Ja, der Kevin hat wahrscheinlich Multi-Twitch jetzt angemacht. Multi-Twitch, einfach mehrere Channel, um unterschiedliche. Der hat einfach schon genug Dokomi-Creamies gesammelt. Der braucht ja, das keine stimmt. Mehr. Ja, und Lili, das ist ja nett, dass du K-Project guckst, gerade sagt sie dreimal und dann dachte sie, zum dritten Mal dachte ich, guck ein bisschen Twitch nebenbei. Das ist, vielen Dank, dass du zu mir gefunden hast. Und Kevin, ich sag dir, du musst nur die Besten angucken. Ja, das sind wie die Besten, die gezeigt werden, musst du dir nur die Besten angucken. Deswegen pass auf, ich mache jetzt hier die Webcam von unserem. Hier weg, so. So, nur die Besten werden gezeigt. Nein, ich bin nicht mal ein. Alles gut. Deswegen ist er ja hier. Ja, Kevin weiß Bescheid. So, Kevin weiß Bescheid. Kevin ist ein richtig Räudiger gerade. ja, oder halt, wie gesagt, jetzt waren ja Fortnite-Weltmeisterschaften, wo es ja auch um 3 Millionen Euro oder Dollar geht. Ja. Wo halt sich auch aus Deutschland, glaube ich, ein 13-Jähriger oder mehrere auch vor allem qualifiziert haben. Und wenn ich mir halt überlege, hätte es damals so die Möglichkeit gegeben, hätte ich meinen Eltern viel eher verkaufen können, dass ich gerne PC-Spiele spiele und das vielleicht auch ein bisschen aktiver machen wollen würde. Auf jeden Fall. Da war immer so dieses Unverständnis, sitzt 3 oder 4 Stunden am PC. Ich guck mal gerade. Was ja schon Ausnahmen waren. Also erstmal danke Lili und Kevin fürs Folgen. Ich habe meine Alertbox hier nicht drin, deswegen kam das. Ich dachte gerade, habe ich gar nicht gesehen, dass ihr mir gefolgt seid. Ich füge die mal gerade hinzu. Du kannst aber gerne weitererzählen. Ja, aber es ist schon krass, was da. Ich meine, alleine PUBG hat ja da auch schon hier diese PUBG Invitationals gehabt mit allen. Da war ja Shroud und Dr. Disrespect und keine Ahnung. Ich denke so, was ist das für ein krasses Event einfach, was die da auch auffahren, ne? Quelle hinzufügen. So, jetzt probieren wir das mal gerade. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja den Alert erneut testen. Jetzt funktioniert's. Ahaha, okay. So, Entschuldigung, dass ich das dann nicht mitbekommen habe, aber danke euch beiden fürs Folgen. Vielen, vielen Dank. Mensch. Schrecklich. Ich bin hier unvorbereitet. Es tut mir leid. Super gut vorbereitet. Wie immer. Nein, ich Spaß. Nee, wie gesagt, Dokumi TV ist ja normalerweise auch immer unpünktlich. Aber heute haben wir mal pünktlich gestartet. Bin nur vorhin bei schrecklichem Fernsehen auf der Couch eingeschlafen. StarCraft 2, stimmt, da war ich sogar, war das im Mediapark? Ich weiß es nicht, aber es gab zu StarCraft 2 noch, damals in Köln, zu Beta-Zeit ein Event. Da war das dann auch so Invitational. Da sollte, wie hieß der noch? Auf jeden Fall einer von den Pros sollte dann gegen einen anderen spielen, der hat es aber nicht geschafft und dann hat der Pro gegen einen Developer, also einen Producer gespielt. Der hat den natürlich, also der Pro hat den übelst abgezogen. Und dann danach gingen die alle runter und es hieß so, ja, unten gibt's jetzt so einen Raum, da könnt ihr dann auch spielen und Cosplay Girl 90 folgt mir jetzt. Vielen, vielen Dank. Hat dann halt hier gesagt so, ja, du kannst jetzt hier auch gegen die Leute, die sich hier für dieses Turnier anmelden oder was auch immer. Das war halt so ein kleines Fun-Turnier, sage ich jetzt mal. So, wenn wir 8 Leute zusammenkriegen, dann spielen wir alle gegeneinander. Und da waren so 3 wirklich so von ESL so Community-Leute mit dabei. Und ich habe die dann abgezogen, weil ich das Spiel einfach so gesuchtet habe. Und dann hieß es dann so, ja, da ist so ein dicker Nerd unten, der gewinnt irgendwie die ganze Zeit. Ich denk so, ich bin doch gar nicht so dick. Mann. Da kommt dieser Producer-Typ, hey, sollen wir beide mal spielen? Ich so, okay, Senpai. Und der so, was kriege ich denn, wenn ich gewinne? Da kriegst du diese Marauder Steel Series Tastatur. Ich so, okay. Und dann habe ich komplett verloren, alles okay. Krass. Dachte, ich mach das mal so, ein paar Stream-Follow da lasse. Oh ja, danke schön.
Gehe gleich immer wieder auf. Ja, meine Kamera hängt ein bisschen öfters. Ich glaube, ich werde einfach mal eine Zeit lang wieder auf diese Webcam. Also ich habe noch eine Webcam hier, die läuft gerade bei Phil. Ich werde mal auf die wechseln, wieder zurück und guck mal, ob es so Programme oder Möglichkeiten gibt, dass man beide gleichzeitig benutzen kann. Also auf dem Streaming und auf Discord. Ah, jetzt hängt die sich schon wieder auf. Ich fix das beim nächsten Mal. Beim letzten Mal beim Stream ist es nicht kaputt gegangen. Ich glaube, das sagen, ist jetzt wir kriegen das schon hin. Aber ja, es ist halt schon, krass, wie sich die Community bzw. auch die Möglichkeiten alleine durch alle möglichen Foren und dann Plattformen und sonst irgendwas jetzt entwickelt haben. Will ich kurz was noch sagen, weil der Charlie Fox das gerade schreibt. Mhm. Ich war mit Hero Marine im Trainingslager. Und das ist kein Witz. N-Faculty, der Clan, hatte ja ein Clubhaus in Köln und ich war da Mitglied. Und er war auch da mit seinem Bruder und wir waren zusammen im selben Trainingslager. Deswegen war ich auch so, Anführungsstriche, gut in diesem Spiel. Cosplay Girl, hi, jetzt folge dir jetzt, weil du bist echt mega cool. Dankeschön. Vielen Dank. Dieser Mann hier oben in der Ecke bei mir ist auch sehr cool. Folgt dem bitte auch. Aber ich meine, Cosplay Girl ist doch eh hier bei. Genau, sie folgt uns ja auch. Genau. Ja, Lilly, danke schön. Ich spiele nachher, wie gesagt, noch ein bisschen Overwatch. Ich denke mal, wir sind noch ein bisschen länger hier. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, nachher dann wahrscheinlich auch Kevin mit dabei. Hallo, Lucy. Hi, Lucy. Schön, dass du da bist. Ist ein bisschen schwer gerade. Ich muss meinen Chat verfolgen und du deinen Chat verfolgen. Dann tun wir uns ein bisschen so in das Wort reinreden. Es tut mir leid. Nee, ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, das ist ja jetzt heute das erste Mal, dass wir das machen. Das wird sich ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen verbessern. Der hat halt im Meltdown mal gegen drei Leute gleichzeitig gespielt. Alter, ja, ja, also der Typ war bei uns, also ich kann das mal erzählen, wenn es gerade Thema ja über Charlie Fox auch passt ist. Alles. Hero Marine war halt bei uns in dieser Gruppe. Ich sag mal, der Einzige, der Diamond oder Master League sogar war. Mhm. Ich war Diamond League und bin danach in Master League gekommen. Also das ist ja so wie Platin und so bei League of Legends. Mhm. Und wir haben dann halt gespielt und er war von uns in der Gruppe natürlich der Beste. Und dann haben wir dann ein bisschen mit ihm dann sozusagen geübt. Und zu der Zeit gab es ja in Warcraft 3 noch den Spieler Mew. Das war dann unser, also nicht Mew wie Mew, sondern das schrieb sich anders. M-I-O-U schrieb sich das, oder er. Und der war unser Trainer, in Anführungsstrichen. Das war aber mega lustig, also echt eine coole Zeit gewesen. Ja. Ja, also heutzutage in irgendwelchen Spielen noch was zu reißen, wird auch immer schwieriger. Ja, Wir werden ja auch nicht jünger. Nein. Aber, ist auf jeden Fall eine coole Zeit, sage ich jetzt mal. Also von wegen, was man jetzt alles mit der Zeit so erlebt oder keine Ahnung, ist schon interessant, sagen wir es mal so. Harvest Moon Competitive Confirmed. Oh Gott. Also die gerade bei mir zuschauen, ich habe jetzt gerade auch so 6-7 Zuschauer. Ich würde ja nicht sagen, dank Dokumi TV, aber trotzdem vielen, vielen Dank dafür. Wie gesagt, meine Kamera hier, also die Webcam, die hängt nicht, aber die Kamera hängt. Ich glaube, wenn wir gleich Overwatch spielen, machen wir wahrscheinlich im Discord hier die Kamera aus. Ich wollte gerade sagen, da kannst du dann auf die Webcam umstellen. Ja, dann wechsle ich nämlich die Kamera auf die Webcam um. Ja, ja, wird das Beste sein und dann gucken wir mal, dass wir das bis in einem Monat gefixt bekommen. Genau. Ich glaube auch in einem Monat. Ich schreibe dir gerade Mimimi. Ich heul nicht Mimimi, aber das ist schon scheiße, wenn die Technik nicht funktioniert. Was ist denn? Warte, ich muss einmal kurz aufs Datum klicken. Mhm. Der nächste letzte Dienstag. Ist das der in der Gamescom-Woche? Nee, gar nicht. Das ist die Woche nach der Gamescom. Cool, dann können wir über die Gamescom reden. Bist du auf der Gamescom? Ja, ich bin auf der Gamescom sogar mit Presseausweis. Sehr gut. Weil wie einige, auch einige bei mir jetzt auf dem Kanal, die Zuschauer jetzt wissen, ich habe ja meinen Blog angemeldet. Jetzt dank nach auch der Dokumi auf der Bühne habe ich ja den Entschluss gefasst und jetzt kann ich mir halt auch Presseausweise und so gönnen. Das ist sehr schön. Ja, und nächste Woche Dienstag geht's zum Notar. Also es wird langsam ernst. Ja. The Twitch und YouTube Money is real, habe ich gehört. Nein, Quatsch. Nee, aber ja, es ist halt auf jeden Fall wichtig, dass man das Ganze nicht unter der Hand macht. Ja. Ich hole mal eben meine Hörgeräte, damit ich dich deutlicher verstehe. Wieso deutlicher verstehe? Ja? Bei dir jetzt, oder was?
Weiß ich gerade nicht. Ich hole mal eben mein Hörgerät. Okay, kann auch sein, dass Cosplay Girl nur wirklich lieb gefragt, brauchst du das oder nicht? Deswegen, weil ich verstehe gerade nicht, ob das jetzt einfach an mir liegt, weil ich zu leise bin, oder ob das jetzt real gemeint ist. Guck mal, bei mir wird gerade die ganze Zeit gefragt, wofür denn zum Notar? So much German. I'm sorry. I know I can. I cannot speak Swedish. I'm sorry. But yeah, I will make it better for you. I promise. I speak so good Germanic English. Lul, bite me. hier wurde gerade nochmal die Frage gestellt. Magst du das mit dem Notar nochmal erklären für alle? Ja, gerne. Ich sage das nochmal für meinen Channel. Also wie gesagt, die Kamera hängt leider ab und zu. In Englisch, my camlink is not working properly today. I'm sorry. Also, wenn ihr zum Beispiel in Zukunft mal wirklich die Überlegung erwägt zu sagen, ich will, wie jetzt zum Beispiel hier, natürlich ist es Dokumi TV, das läuft ja dann auch über die Dokumi und Akiba Dreams, aber wenn ihr zum Beispiel selber sagt, ihr möchtet ja über Twitch oder über YouTube oder was auch immer, ab irgendeinem gewissen Punkt damit auch nicht kommerziell einen Gewinn machen, sondern ihr würdet wirklich zu einer Firma gehen, ich sag jetzt mal eben zu Dokumi oder zu Magic, also zu Animagic oder eben zu Nintendo von mir aus oder so. Mhm. Warte, sie schreibt gerade, ja, das ist wirklich so, ich brauche wirklich, okay, sie braucht wirklich ein Hörgerät. Es tut mir leid, es war kein Angriff, ich wusste es wirklich nicht. Ich wollte neutral und liebsympathisch nachfragen. Ja, hätte ja sein können, dass es auch mit dem Mikro zusammenhängt. Eben, ich frage ja nur nach. Kann ja eben nur die Sachen, also die Technik dann fixen, ne? Ja. So, und ihr müsst halt bedenken, dass man zum Beispiel bei Twitch pro Abonnenten, also man muss ja wirklich jetzt davon sprechen, dass ja Subs bei Twitch Geld kosten für euch. Abseits davon, ihr habt natürlich Amazon Prime, dann kostet das nichts. Aber ihr könnt ja auch die Dokumi unterstützen und sagen, hier, ich bezahle jetzt die 5 Euro oder 4,99 eben für dieses Abo. Ein Anteil davon geht natürlich auch an eben Dokumi. No, so, das Problem, can reach me the water. I think I spider. don't go me on the ghost tonight, please. Epic. So, und wenn ich das als Privatperson mache, ab einem gewissen Punkt, sagt halt auch der Staat, du verdienst Geld. So, und das ist halt ein Beruf dann. Und deswegen sagt dann aber auch eben Twitch oder auch YouTube dann, gib uns doch mal bitte deine Steuernummer, aber deine Firmensteuernummer. Damit du das dann auch dementsprechend dann steuerlich dann eben absetzen kannst, ja. Absetzen kannst oder auch eben steuerlich gutschreiben kannst, was auch immer, wie man es halt nennen will. So, das heißt einfach, ich verdiene jetzt mit alledem noch kein Geld, also auch mit meiner Instagram-Seite nicht, auch wenn die über 16.000 Follower hat. Aber ich habe es jetzt schon mal angemeldet für den Fall, dass jetzt eine Firma zu mir kommt und sagt, du, wir geben dir jetzt 50 Euro pro Post, ist jetzt mal utopisch, aber gibt's ja wirklich. Ja. Bei den Amerikanern zum Beispiel gibt es bei einem Model-Post direkt mal $5,000 oder so. So, und die muss das dann dementsprechend auch an- und abmelden mit einer Rechnung und sagen, ja, hier. Gerade auch für Kooperationen, genau, im späteren Fall und sowas brauchst du sowas, genau, ja auch. Hey Dennis, gut, alles cool. Wir machen heute einen kleinen Talkstream. Das ist eine Sache, die wird sich wiederholen. Natürlich, Hanto, guck mich mal an. Hallo? Ich hab hier. Guck dir mal diese Tattoo-Model. Diese Pythons an, Alter. Diese Pythons, die wollen an die Macht. Das geht. Tattoo-Model vor allem auch. Ja, genau, Tattoo-Model. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, wir machen heute endlich einen der lang angekündigten Talk-Streams, der sich ab jetzt jeden letzten Dienstag wiederholen wird. Also jeden letzten Dienstag im Monat. Das klang gerade ein bisschen unverständlich. Ja. Ja, dein Host kam durch und ich habe mich bedankt dafür. Nein, aber es ist einfach nur eine finanzielle im Sinne von Absicherung, dass ich halt einfach sagen kann, okay, wenn ich da jetzt Geld mit verdiene, dann kann ich dementsprechend auch sagen, es ist angemeldet. Ich kaufe nur Vollmilch. Fettarme habe ich schon. Das ist schon frech. Kriegst du auch eine Steuernummer und sowas alles? Dafür musst du nur einmal kurz. Ja, das habe ich hier gemacht. Ich bin zum Gewerbeamt gegangen, habe gesagt, yo, ich melde diesen Blog an. 20 Euro bezahlt, fertig. Cool. Ich habe es halt nur über eine. Also, wenn man sich damit auskennt, ich habe das nur als EK angemeldet, weil dann kann ich auch Handelsregistereintrag anmelden und zum Beispiel beim Großhändler Produkte, die ich sowieso bewerbe, dann auch direkt einkaufen und auch verkaufen.
Also wenn ich wirklich sagen will, hier zum Beispiel, ich kaufe jetzt Funko Pops, die ich schon mal auf meiner Instagram-Seite halt mit Fotos bewerbe, und Funko würde ja gerade niemals mit mir in einen Deal eingehen, weil ich einfach zu unbekannt bin, muss man ja einfach ehrlich sagen, dann kann ich sie aber beim Großhandel oder bei Funko direkt einkaufen. Ja, das heißt sowas wie Einzelunternehmen oder Einzel irgendwas, also dass ich halt eine alleinstehende Person bin und alleiniger Chef von dieser Firma bin. So, und dann hast du halt diesen Handelsregistereintrag und ich könnte halt von mir aus Pokémon-Karten einkaufen und die Pokémon-Karten dann einzeln verkaufen, weil ich eine Firma bin, so ungefähr. Krass. Aber gut. Alles eine Frage. Oder halt euch für 12,99 € dann die Funkos, die ich fotografiert habe, dann wieder weiterverkaufen. Aber das ist was anderes. Ja. eBay-Shop machen wir jetzt auf. Wir verkaufen Filz, Cosplay-Sachen. Nee. Weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch irgendwas hab. Glaube nicht. Kann meinen Minion da hinten verkaufen. Was wollte ich sagen? Genau, ich wollte einmal kurz nochmal für alle, die jetzt da sind, erklären, was wir hier eigentlich gerade gemacht haben. Und zwar haben wir einen kleinen Vorstellungstalk gemacht. Und werden wahrscheinlich dann für den nächsten als Thema die Gamescom nehmen. Da werden wir, denke ich, viel drüber reden können. Was cool ist, also ich kann das mal kurz, ist jetzt eine Art Bewerbung, aber kann ich ja schon mal erzählen. Ich habe heute von CD Projekt Red eine Zusage bekommen, dass ich zur Cyberpunk-Präsentation und Vorstellung eingeladen wurde. So viel zum Thema, warum habe ich das halt als Blog und Presse angemeldet, damit man eben dann über sowas berichten kann. Und Andy, also sprich die Dokumi, genauso wie Phil, kann dann dementsprechend auch sagen, hier, wir möchten gerne Funfrager für zum Beispiel eine Bühnenshow einladen. Das geht dann auch viel einfacher, weil man ja dann eben, ich sag mal, eine Firma dahinter hat. Weil guck dir mal eben zum Beispiel Sepp an, der mit uns dabei war, Pete Smith, das ist halt eine Firma, muss man ja ehrlich sagen. Ne? Da hat muss man das Management dann dementsprechend anrufen. Ja, in dem Fall war es die Privatadresse, Privataccount, den ich angeschrieben hatte. Das hat auch. Ja gut, aber das ist ja dann auch wieder was aber anderes. Wenn man komplett Pete Smith einlädt, dann schreibt man das Management an, beziehungsweise schreibt die unter ihrer Firmen-E-Mail-Adresse an. Das muss ich halt hier zeigen, obwohl ich eigentlich keine Werbung machen wollte. Bei mir im Chat schreibt man gerade, ist in der Flasche, an der ich die ganze Zeit trinke, Alkohol drin. Ja, ja, das ist so ein Flachmann mit hier, Zero. Alkohol. Ja, Zero Alkohol hier. Solange es kein Gamer-Girl-Badewasser ist. Der Pepe ist wieder da. Moin, Pepe, was geht? Oh ja, ich will jetzt auch mein Badewasser verkaufen. Alter. Das nenne ich dann Fragging Water. Die alte, ganz ehrlich, also ich finde sie super lustig. Ich finde es halt krass, dass das Leute auch getrunken haben, meinen so, jetzt bin ich mit dir verbunden. Ja, ich finde es krass, dass Leute davon eine Lebensmittelvergiftung bekommen haben, weil sie es getrunken haben. Das ist halt eher die traurige Sache daran. Also nicht, dass sie es verkauft hat, sondern dass es wirklich Leute gibt, die das dann getrunken haben. Ich glaube, Gamer Guy Badewasser Trademark. Genau. Ja. Natürliche Auslese. Oha. Nur echt mit 52 Achselhaaren oder so. Oh. Stell dir mal vor, die hätte sich da beim Baden noch die Beine rasiert und hätte das dann auch. Hör auf. Sorry, jetzt wird's ekelhaft. Ja. Ungefiltert. Ungefiltert. Einmal Jod durch die Britta-Rezoren hier. Nein, ganz ehrlich, sie macht halt ihr Geld damit. Das ist halt ihre Sache. Wenn sie das mit sich vereinbaren kann, ist das nicht mein Problem. Pass auf, Cosmic Girl. Ich wollte auch auf die Gamescom gehen, aber ich verdiene zu wenig. Ja gut, du kannst. Ah ne, es gibt ja nur für Studenten rabattierte Tickets bei der Gamescom, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Einfach mal schnell bei einem Studium anmelden. Studieausweis und dann halt hier Ticket kaufen. Nein, aber ich glaube, so ein Ticket kostet nicht mal 15 Euro. Schülertickets gibt es wohl auch. Schülertickets, ja. Aber ich glaube, so ein Ticket kostet nicht mal 15 Euro, so ein normales, oder? Du meinst jetzt so ein Tagesding? Nee, ich glaube. Ja, ja. Ich glaube, das müsste relativ günstig sein inzwischen. Oder gibt es auch irgendwie für, ich sag mal jetzt, ohne salopp zu wirken oder unsympathisch, aber gibt es auch für Handicaps Tickets? Ich glaube schon, ne? Weiß ich nicht, aber bei der, also zumindest Ermäßigung, das ist ja bei der Dokumi genauso. Sollte eigentlich aber auch da sein.
500 Kilometer ist schon weit. Also da würde ich auch lieber in NRW oder so Frankfurt maximal irgendwie hochfahren zur Gamescom. Ich bin immer sehr weit gefahren damals. Also wie gesagt, Leipzig Games Convention habe ich einmal gemacht und das war auch schön, aber nie wieder. Da war ich schon froh, als sie sagten, ja, wir ziehen jetzt nach Köln um. Ich so, danke. Das Problem war nur, dass ich dann aus Aachen fahren musste und in Aachen gab es dann halt den die Kombi-Tickets nicht. Die galten ja nur für VRR und VRS. Mhm. Und das AVV aus Aachen fängt ja dann ab Düren an bis Aachen und das gilt hier nicht. Da müssen wir uns jedes Mal so ein Ticket kaufen. Das war voll nervig. Gibt es oft nur Gratisbegleitung? Dokumi ist da tatsächlich schon ein bisschen off-standard mit dem zusätzlichen Rabatt. Ja gut, aber das finde ich auch fair. Ist ja auch richtig so. Bela sagt gerade bei mir im Chat, ihre Freundin kann eine Begleitperson gratis mitnehmen und zahlt dann den vollen Preis. Aber man macht dann halbe-halbe. Ja gut, das geht. Düren ist shit, sagt Kevin. Nur mal so gesagt. Mhm. Also, ich hatte bei meiner Fahrschule wirklich so, dass mein Fahrschullehrer gemeint hat, wenn du einen Typen mit Dürener Nummernschild vor dir hast, dann hab 100 Kilometer Abstand, weil die fahren scheiße. Und das wurde auch wirklich so bestätigt. Hm. Ich komme aus also, Neuss. Ja, bei uns, Neuss ist ja mit in diesem Ticket drin. Eigentlich. Bei uns ist das damals, wo ich herkam, war das Groß-Gerau. Also GG. Wer GG auf dem Kennzeichen hatte, GG. Konnte nicht fahren. Nee, die können ja auch nur zocken, weil GG. Ja, GG. 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 GG EZ. Bela, wie kommst du auf Gewitter? Das gleiche wurde mir zu Aachener Kennzeichen gesagt. Hey, hey. Aber gut, ich habe ja kein Aachener Kennzeichen. Ich habe auch meinen Führerschein nicht in Aachen gemacht, davon mal abgesehen. EN, Europas Nieten. Fangen wir jetzt mit Kennzeichen an. Das heißt, wir wollen uns eigentlich als Person vorstellen und jetzt sind wir bei Kennzeichen gelandet. Ja. Ist ja OF ist ohne Verstand. Die können nicht mal richtig schreiben. Also ein Kollege von mir hatte aus Berlin, der hatte BE für Berlin natürlich, dann MR für Mister und dann 1337. Wie Mr. Lee. Ich hatte, Mr. Lee. Mr. Lee hat. Achso, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ich hatte auch. Cosplay Girl kommt ja aus Neuss und da hat gerade Bela bei mir im Chat gefragt, wo das Gewitter war. Ich habe es im ersten Moment nicht verstanden. Entschuldigung. Ich hatte früher immer ein Heidelberger Kennzeichen, war dann Helldriver. So bin ich aber auch Auto gefahren, also war ein richtiger Helldriver. Ich hätte jetzt momentan Bochumer, da könnte ich Boy oder Boys draus machen oder Boss oder so. Boom. Oder Bomb. Boom. Boom. Ja, geht auch. Boom. Boom. Boom ist auch geil. Ja, Wunschkennzeichen. Ich muss mal gucken, wenn ich irgendwann mal also, mein aktuelles wieder loswerde und mir dann endlich mal ein Düsseldorfer Kennzeichen hole, was ich dann mache. Hab irgendwie also mein Favorite Nummernschild war ja GG Nore, aber dann müsste ich ja GG N0 R3 oder was? Als Bochumer kannst du auch Wattenscheid nehmen. Watt? Ja, Watt. Watt. Aber Kevins Kommentar ist auch gut, der ist mal mit mir Auto gefahren. Kann der fand ich das. Ich bin nie mit ihm gefahren. Kevin fand meinen Fahrstil nicht so toll, glaube ich. Kann aber gerne gleich, wenn wir zocken, was zu sagen, wenn er möchte. Muss er jetzt nicht schreiben. Es war, wir sind, glaube ich, von mir daheim damals, wo ich noch in Wiesbaden gewohnt habe, nach Erfurt gefahren zum Mac. Und es war halt früh, wir wollten schnell hin und ich glaube, ich habe drei Spuren gekreuzt, also krass. Auf der Autobahn. Eine Sache, die man eigentlich nicht macht, aber mein Navi hat sehr spät reagiert. Ich glaube gerade, ja, Pepe, habe ich. Ich habe sogar, pass mal auf. Ich kann euch das mal zeigen. Ich habe hier sogar super Transitions, wenn ich jetzt so mache. Jung. Ich kann es gar nicht sehen. Voll unfair. Nein, Jung. Spaß. Jung. Und dann Ingame sieht dann so aus. Jung. Ja, auf jeden Fall ist das hier ein Format, das ab jetzt regelmäßig kommt. Das heißt, wir werden uns dann auch immer mal wieder Themen suchen. Wie gesagt, das nächste kann ich, denke ich, jetzt schon ankündigen. Das wird halt die Gamescom sein und alles Mögliche, was wir auf der Gamescom erlebt haben, worüber wir mit euch reden möchten, worüber ihr mit uns reden möchtet, wenn ihr dort wart, Sachen, die ihr uns fragen könnt dazu, solche Sachen. Und dann halt im Nachhinein werden wir uns immer wieder, nicht immer Dienstag, sondern jeder letzte Dienstag im Monat. Mhm. Für alles andere muss ich mir noch Sachen überlegen, weil ich ja eigentlich gesagt habe, dass Freitag mein Talktag wird, aber ich habe hier, mache ich die Ausnahme. Ja, hier mache ich die Ausnahme, dass das hier auf einen Dienstag fällt und
wir danach vielleicht immer noch was Kleines zocken. Muss auch nicht immer Overwatch sein. Vielleicht finden wir auch mal was anderes, was wir zusammen zocken können. Ich hatte ja eigentlich überlegt, Dauntless zu spielen, aber dann hast du mich ja zu Overwatch gerne überredet. Also gerne eben überredet, weil habe ich schon Bock drauf, weil mir fehlen noch ein paar Olympia-Skins. Deswegen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss auch noch... guck mal, hier wird wieder Shellshock vorgeschlagen. Shellshock war ich wirklich traurig, dass ich an der Summer Sale-Geschichte, wo ihr das gezockt hattet, du meintest ja, das kostet ja gerade nicht so viel, dann nicht gekauft habe, muss ich zugeben. Also, kostet das denn inzwischen wieder viel mehr? Ja, das kostet inzwischen wieder Normalpreis, mehr oder weniger. Genau, wieder eine Talk mit Andy und Benny. Der wird auch, sollte eigentlich auch in der Regel so einmal im Monat kommen, wenn die wieder nicht alle im Urlaub sind oder wieder Zeit haben. Wie die alle ohne mich leveln in ihren Spielen. aber ich bin auch offen für neue Spiele. Es ist nicht so, dass ich mir nicht mal neue Sachen hole und ausprobiere. Und worauf ich auch irgendwann noch Lust habe, da muss ich dann aber nochmal mit Lukas und Niklas reden. Wird wohl eine Art Pen-and-Paper-Runde, die wir irgendwann hier im Stream machen. Ein Online-Pen-and-Paper-Ding. Ich habe noch keine Ahnung, wie sich das gestaltet, aber haben wir auch schon geplant. Und dann, ich glaube, habe ich auch für Freitag, warte, nicht für diesen Freitag, nicht für den nächsten Freitag, sondern für den, ist es da, doch, ist es der 9.? Doch, ich glaube, für den 9. habe ich einen Talk mit zwei Mates noch in der Bahn, der auch noch bald kommt. Aber möchtest du noch irgendwas erzählen? Ich überlege gerade, was ich erzählen könnte. So, was du noch regelmäßig auf deinem Kanal machst, damit auch die Leute von hier wissen, wenn sie mal nicht bei uns sind. Ja, gerne. Gucken. Also, wie gesagt, der Kanal dreht sich ja hauptsächlich um die Nerdkultur im Ganzen. Wenn man jetzt Nerdkultur definiert, und ich definiere immer gerne Nerd, weil Nerd ist ja nicht negativ. Einfach so eben der, nein, das meine ich nicht, sondern einfach der Typ, wenn du sagst zum Beispiel, ich mag Star Wars, dann heißt es dann, du bist ein Nerd. Ich mag Otaku natürlich, Anime ist klar, oder Mangas halt, ne? Aber Nerd ist halt einfach auch wirklich nur so der, wie bei eben Big Bang Theory, diese Wissenschaftler. So, das sind Nerds, weil die halt eben was mit Technik oder mit Wissenschaft zu tun haben. Mhm. So. Das Ding aber ist, dass du ein Nerd in der Theorie, einfach in der Erklärung, in allem sein kannst. Du kannst ein Computer-Nerd sein, ein Comic-Nerd, ein Gamer-Nerd, von mir so. So, deswegen sage ich Nerd-Kultur, weil du einfach das ganze Spektrum hast. Und ich finde halt, dass der Typ, der sich halt mit PCs auskennt, dementsprechend aber auch zockt, dementsprechend auch zu Konzerten vielleicht geht, dementsprechend auch irgendwas sammelt oder Comics mal gelesen hat und weiß, wer Spider-Man ist und so weiter. So. Was kann man auf deinem Kanal alles gewinnen? Ja, Handtuch, jede Menge. Du kannst Money gewinnen, außer Moneygun, Salate, Montana Blacks Steroid-Flaschen, alles. Ich verkaufe alles. Verschenke natürlich, nicht verkauf. Weil meine Firma heißt halt Bares und ist Wahres. Wir räumen auf, aus. Ne? so, und ich habe dann halt irgendwann gedacht, guck mal, die Personen heutzutage, die sich von mir aus halt in den Laden XY reingeht, wo man halt eben seine Sachen auch kaufen kann, wie Harry Potter Merch oder was andere, das ist halt eigentlich alles so eine Gruppe von Menschen, wie auch die Leute, die zur Dokumi gehen, die halt einfach eine gewisse Kultur mögen. Und ich habe dann gesagt, so, ich nehme jetzt einfach dieses Thema, weil ich das halt so mag. Und das habe ich ja auch auf der Dokumia am Ende unseres Talks mit Sepp ja so ein bisschen gesagt, so von wegen, Leute, traut euch auch zu, einfach zu sagen, ich mag das und zeig das auch, selbst wenn du nur ein Manga fotografierst und darüber erzählst, dass du ihn toll findest. Es gibt auch Leute, die sagen, ich finde dieses Musikalbum toll zum Beispiel oder so. Dass ich halt gesagt habe, ich habe jetzt keinen Schiss mehr davor, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und sag halt so, jetzt setze ich mich dahin, fotografiere das Comic und sage, warum ich das cool finde. Und das hat sich dann so weit entwickelt, weil ich auch jede fast zweite Woche ja ins Kino durch die ganzen Marvel-Filme gegangen bin, dass dann halt eines zum anderen kam. Also von wegen, das Kino hat dann gefragt, willst du eine Unlimited-Karte haben? Du kannst so oft ins Kino gehen, wie du willst und redest ein bisschen über Filme. Ist so, klar. Warum nicht? Gratis Endgame gucken, ich bin dabei, IMAX-Format und so. Nein, aber
ich habe dann halt irgendwann gesagt, ich mache das einfach. Und das, was ich damals als Kind schon geguckt und gemocht habe, habe ich dann jetzt einfach mit Foto- und Video-Content dann hochgeladen. So, das heißt, auf meinem YouTube-Kanal sieht man einen sehr schönen Bericht über die Dokumi 2019. Das hat beinahe 10.000 Klicks, das Video. Das ist kein Witz. Das ist sehr gut angekommen. Das selbst auch, wo man jetzt, weil wir gerade hier mit Mangas ja und viele wahrscheinlich die Firmen auch kennen dran sind, Kase, Peppermint und alle Publisher gesagt haben, dass ich sie so gut repräsentiert hätte, dass sie mit mir alle Termine für dieses Wochenende ausgemacht haben, also für Mannheim. Wo ich erstmal dachte so, das ist krass, dass Leute nach mir mal fragen. Und ja, hab das dann halt weitergemacht und jetzt habe ich inzwischen so Movie-Talk-Videos, wo ich halt erzähle, ob ich den Film gut fand oder warum und was da so drin passiert, spoilerfrei und mit Spoiler. Dann halt auch schon mal Let's Plays, also als Beispiel, wenn ihr euch kaputt lachen wollt, ich hab Five Nights at Freddy's auf VR gespielt und hab mich da übelst in die Hose gemacht und Leute fanden das lustig. Aber ja, jetzt kommt halt, wie gesagt, ich habe das dann so weit, nennen wir es mal, gebracht, dass jetzt Panini mit aufs Boot gekommen ist, mit ihren Comics, also sprich Marvel, Star Wars. Ich glaube, du musst mir gleich mal den Link hier in Discord reinschicken, damit ich den bei uns in den Chat reinposten kann. Ja, gerne. Wie gesagt, da ist jetzt Panini bei. Da kann sich den auch Andi mal angucken. Gerne. Da ist jetzt Panini bei, da ist jetzt, wie gesagt, Dokumi war ja wirklich, dass ich dann als erstes, das erste Mal als Pressemensch dort rumgelaufen bin und mich vorgestellt habe und so weiter. Also es war schon ein sehr tolles Erlebnis. Und wie gesagt, ja, das ist soweit jetzt. Du bist auch nächstes Jahr auf der Dokumi wieder bei uns. Ja, klar. das ist dann so weit gegangen, sage ich mal, dass ich das dann ja jetzt halt eben angemeldet habe. Ne? So, genau, schick mir einmal den Link in Discord, weil ich weiß nicht, ob du bei uns in den Chat reinposten kannst. So, ich schreibe dir das mal gerade hier. Ja. So, Leute, die bei mir gerade zugucken, einen Moment. Ich hänge nämlich gerade wieder auf meiner Kamera und bei... Ja, wir stellen jetzt auch gleich um bei auf Zocken. Bei Phil wird jetzt gleich kurz eingeblendet, wenn ich ihm jetzt was schreibe. Ich muss nur gerade gucken, wie ich das mache. Ich glaube, das sieht keiner. Huch, jetzt bist du weg bei mir. Jetzt habe ich ihn verloren. Jetzt bin nur noch ich da. Bist du noch da? Danke, Pipi. 85. Ich glaube, ich habe ihn verloren. Bin nicht ganz sicher. Ich glaube, er ist aus dem Anruf rausgegangen. Das ist natürlich auch super. Guck mal, da kommt er wieder. Ja, ich bin gerade irgendwie geflogen. Aus Versehen rausgetappt. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ich habe was Falsches gedrückt. Das ist nicht so wild. Da bist du wieder. Das Schlimme ist, man sieht gerade den Chat und Telefonnummern. Das ist nicht so gut. Ja, du hast bei mir hast du zumindest die Kamera jetzt aus. Ja, Moment. Ja, das ist okay erstmal. Wir wollten ja jetzt eh gleich umstellen. Wenn du jetzt die andere Kamera schon auf dein normales Format umgestellt hast, ist das auch okay. Also ich wäre jetzt damit bei gewesen sozusagen. Ah, dass ich die danke, Kamera jetzt mal hier umschalte. Und danke, Mike. Mike Rosoft. Wo ist jetzt hier genau? Also ich stelle schon mal meine Webcam hier mal bei mir auf dem Stream um, wenn das gerade funktioniert. Ja. Ja, jetzt hat er es. Okay. Wie gesagt, gib mir einmal kurz den Link. Ich stelle dann eh gleich auch um. Ich muss das nur gerade ein bisschen hier so und so. Okay, da kann ich das nämlich hier so ein bisschen in die Mitte tun. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Okay, kann ich ja mal was willst du denn für einen Link haben, bitte? Das Dokumi-Video. Das Dokumi-Video, einen Moment. Ja. So. Videos. Dokumi. Wie gesagt, baust es mir einmal kurz hier. Ja. Genau. Naja, habe ich gerade gemacht. Dann können wir das auch mal Link kopieren. Ach so, hat Handtuch das jetzt schon rausgesucht? Das ist ja super.
Dann muss ich das hier gar nicht mehr pausen, obwohl ich schon... So. Handtuch hier, bester Mann. Danke, bester, danke. Bester Mann. So. Nein, wir sind ja heute hier in der Kultur. Ehrenmann ist das. Ja, Ehrenmann. Küsse deine Augen. Küsse deine Augen. Maschallah. Maschallah, Alter. Oder? Okay, da kann ich jetzt mal hier die eine Kamera ausmachen. Heißt das nicht ja. So? Ich glaube ja, ich weiß es nicht. So, dann switche ich auch schon mal. Ich starte zumindest schon mal Overwatch. Und wir gehen gleich auch einfach in den normalen Channel rein. Da wir gerade hier über Patronus reden, mein Patronus ist, glaube ich, ein Delfin bei Harry Potter. Ich wollte gerade sagen, meiner war auch irgendwas Wässriges, glaube ich. Aber ich bin auch ein Slytherin. So, ich frage aber mal an den Chat, findet ihr die Qualität von der Webcam schlechter? Ich frage das ernsthaft, weil dann werde ich nämlich die andere fixen. Ich bin nämlich nicht so ein großer Fan von der Webcam, leider. Was hast du denn für eine Webcam? Die Logitech 920. Echt? Und du findest sie nicht gut? Ich weiß es nicht. Ich bin da jetzt nicht so ein großer Fan von. Also ich glaube, ich bin aber auch einfach von der anderen Kamera sehr verwöhnt. Ich mag meine. Aber ich habe auch letztens erst auf die Logitech abgegradet, also auf diese. Ich muss halt sagen, ich bin da so ein bisschen am Überlegen, ob ich mir mal so eine Brio gönne oder so. Ich weiß es aber noch nicht. Ich sehe mehr von dir. Okay, ja, dann, wenn ihr mehr von mir seht und sagt, das ist cool, dann ist es gut.